Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mich-Erwartet-Folge. So, da sind jetzt schon die Rüstung. Ja, die können alle atmen. Von der Map und in den Teil sich. Und dann sind wir überall bei Leon. Kennt ihr ja noch. So, da können wir jetzt die Rüstung bekommen. Und das Item-Format. Ich muss in die Videobeschreibung packen, das ist auch gerade nicht ganz schön da. Ich werde mir zum Spiel wieder auf die Lauer gekommen. Ich muss mir jetzt ein Format wieder besuchen. Ja. Das ist jetzt das ist für die Füße und die Schuhe. Lederknüppel, die enchanted sind, die enchanted sind, die Farbe haben, der Display Color. Die Helm zum Beispiel auf dem Kopf und so weiter. Das ist aber alles nicht so wichtig. Das ist ja auch so ein paar Sachen. Ich muss die Rüstung und die sieht, dass ich wirklich einen zu großen Schuss habe, wie er der einzige ist. Und der Umschnitt ist nicht so wichtig. Und dann wird er gerade hier. Hier ist hier nochmal drin, in der Kiste, weil die ihn verloren gehen sollte. Aber die nochmal sicher. So, ich habe das gemacht, ich habe eine neue Serie, setzt den nächsten Spieler, aber nur wenn er nicht kleiner wird, ist er auf. Und da ist er auf. Einsetzen muss er schon auch noch mal in den letzten Aufgaben. Ich bin mal hier, der irgendwie die Liste macht, aber ich werde nicht verstanden. Und das ist unnötig. Ich werde so viel, ja, daraus ausstellen, was dann tun muss, wie so passiert ist. Das wird das jetzt immer noch nicht so, öffnen wir den Radius für einen Ort. Wie das passiert ist. Oder wie wird die Schaltung aus? So. Also, hier wird der nächste Spieler dann die Spieler verlieren. Der kann man auch gar nicht mehr nutzen. Hier wird die Lobby auf Null gesetzt. Ich habe noch diese Sachen, die ich in der Chat legen kann, falls man kurz noch kann. Da ist hier die Atmosphäre, ob wir den Raum bieten wollen, wenn ich gebaut habe. Da wird es jetzt mal so vielleicht machen, dass ich da halt Schuss abschließen will, wie gesagt, auch die beiden Schüsse. Wie sieht es jetzt hier aus? Hier ist das Spielleiterfeld, dann muss ich halt immer anwählen. Dann muss ich halt immer wieder anwählen. Ich bin jetzt aufgeregt mehrmals, dann kann ich jetzt auch
da. Jetzt habe ich auch den Schwung. Ne? Wie ihr seht, können wir auch das zweite Mal den vierten Schwung. Muss ich aber auch schon gezeigt haben, wie viel das auch nicht. Mit Blau, mit Rot, mit Rot, auf Start, mit Schwung. Das sind andere Sachen, die wir da draußen machen. Ich habe das so jetzt drin. Das will ich mir mal ganz gut zeigen. Das war ein Slash-Trader. Hub, Add oder Z1. Und dann werde ich jetzt halt zum Spawn teleportiert. Auch wenn ich jetzt nur als Z mache. Wenn ich auch teleportieren muss, dann nur als Einwohner machen. Das hier ist eigentlich nur 0. Ich finde, das ist was höheres als 0 sein. Das finde ich, dass wir mal umgehen. Die Richtung hier ist schön. Und dann also machen wir ein anderes Artikel. Ja, und dann müssen wir jetzt einen Schuss zu schaffen. 5, 4, 3, 2, 1. Ich sehe schon, ich habe noch was verstanden, wirklich. Ich sehe schon blau. So. Und dann haben wir auch noch ein fettes Blei. Und dann haben wir jetzt hier auch sich jetzt waschen, was wir jetzt machen. Und wir haben weitergebaut. Und drüber nochmal. Hab 1. Wieder zur Position. Und ja, das ist der Effektal. Und ich bin immer noch mal so, dass ich mir da so gut kaufen kann. Also ja, ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr gedacht. Und ich bin immer noch mal so gut. So. Und dann. Und runter springen. So. Jetzt wird's verlaufen. Und ich hab jetzt schon. Nicht, dass ein Spieler aktiv ist. Ups. Okay, das ist das. Das ist keine mehr, das kann ich nicht machen. Dann auch aktiv sein, wenn ein Spieler noch ist. Dann kann ich wieder auf die Dinge drehen. Okay. So, das hier ist eine neue Map. Das ist die Endherausforderung. Die Richtung ist gerade die Richtung, wenn ich jetzt hier drauf klicke, werde ich automatisch ins Endteleportiert und mit der normalen Richtung, mit der schnellen Richtung, mit der Eigenschaft. Die sind jetzt halt nicht zwischen den Zeitungen. Die werden mit Hilfs angezeigt, das wird 40 Minuten, die werden mit der Rückkehr, mit der Rückkehr. Hier ist eine Möglichkeit, aber man sieht ja auch, dass man aus der Schutzzone raus und hier sieht man schon mega viele Termins. Und das kann manchmal auch ein bisschen zu Blaze spawnen. Andere Viecher spawnen nicht. Das spawnen wirklich mit Zombies und mit vielleicht auch Blazes. Und die müssen halt besiegen. Wenn eine bestimmte Anzahl von Kills hat, bekommt man auch was dafür. Also hier stirbt es halt auch gleich, was mir bei 700% ist. Dann hat er das Eisenschwert, das ist ziemlich gut für Zauberung auch. Und ich glaube, man sieht ziemlich. Wenn man mal ausstellen kann, kann man nichts anderes machen, weil man nicht mehr so gut ist. Das wird gleich sterben, wenn man das gleich nicht gibt. So, ich habe gerade 95 Kills, 98, 99. Bei 100 kriege ich jetzt ein Diamantschwert. Für dieselben Verzauberungen, ich habe dann halt die Tür noch jetzt mal schauen, ich sterbe ja gleich. Sollte ich jetzt gleich sterben, dann
werbe ich mit diesem Spawn Ecke, wenn ich wieder hier bei Base und hier auch ins Einfahrt sind. Die man hat doppeltes Leben. Aber die oberen Herzen sind nicht raus. Das kann ich jetzt hier einstellen. Das kann ich wieder rein, wenn ich das möchte. Dann wird hier eine Wetter besiegen. Wie viel habe ich denn wieder gestorben? Und so geht's dann wieder weiter. Das ist hier verwendet diese Option hier. Ganz kurz. Okay, das sind hier 21 Kills. Als 200 Kills bekommen wir besser die Besten. Und steht übrigens der Witzheim, also bitte nicht wundern. Also auch noch nur auf die Zombies alle. Okay, jetzt sind wir nicht wundern, dass ganz spät ist gerade. Und heute jetzt sind wir vielleicht nur nachsynchronisieren. Bitte nicht wundern. Ich schiebe mal ein bisschen die Schiss an, weil ich die vergessen habe, was ich kann. Ich mache das vielleicht schon mal anders. Ich mache das ja nicht wieder 7, sondern ich mache es mit der geteilt Lichtraste auf dem Zahlenfeld, würde ich meiner Meinung nach besser auf den Schatten nehmen, hier in den Nähe. Das ist nur noch ein Schatten. Hier ist der Schatten. Dann, wie sieht Scoreboard. Scoreboard. Andreas. Z. Lukas. Kids. Jetzt kann ich das Karte schreiben. Und zwar auch jetzt nicht mehr mit dem. Ich konnte ja hier auch umhören, wenn man sich kurz. Sollte ich jetzt mal einen weiteren Film machen. Und ich habe schon nicht gesehen, habe ich jetzt 200 und da kann man nicht wirklich stoppen. Also nicht. Umhören bekomme ich hier nicht. Das ist unfair. Normalerweise bekomme ich es nicht vor. Ja, das Panzer. Und wenn es hier runterfällt, dann muss man hier wieder hingehen. Und es kann man auch mal dort spielen, dann wird es auch getötet. Und ich habe jetzt mal ganz kurz die Kaffee gemacht, und dann wieder hinten. Und falls ich runterspringe, dann wieder sterben kann. Und ich fahre dann runter. Dann wird er automatisch schon wieder getötet. Zum Beispiel, ja, ich habe mir das Haus, die meine Kills wieder auf Null gesetzt und dann haben wir starten. Das geht zum Beispiel auf die Blades. Ich lasse hier das Wort, das ist nicht so schwierig, aber das ist nicht einfach. Und ich lasse hier einfach alles. Ich lasse hier mal sterben. Also, von den Zombies. Das ist ja mal ganz schön. Ist gleich. So, ich bin jetzt gestorben. Falls ihr jetzt keinen Bock mehr habt, mal einfach wieder auf Solanda tippen. Und ich schieße auf den Knopf. Oh. Also, ich dachte, drauf und dann wieder getötet und dann wieder wieder hin. Ist man wieder hier und ja, raus und raus. Wir setzen wieder in den Schatten automatisch. Und ja, dann kann ich auch mal hin, dass ich jetzt nicht so gut bin. Nee, nicht so gut, okay. So. Und ich will euch mal mit hier raus. Ja, da habe ich etwas ziemlich Großes gebaut. Das ist jetzt die Welt. Glück kennst du gerade jemanden. Also das Entscheidung, das ist die Entscheidung, dass ich keine Rolle haben. Also das wäre falsch schaffen, dann muss der beiden Spieler auf Start sein. Das funktioniert. Ich nehme meine beiden auf Start. Und
Spiel Spieler 2, wenn der Spieler 2 drücken sollte, passiert nichts, weil der Spieler 1 dran ist. Der ist bei Spieler 1 also die Lampe, das heißt, dass er dran ist. Und er drückt jetzt einfach mal Spieler 2. Jetzt geht die Lampe hier dann aus. Und diese Lampe hier an. Und der Spieler drückt jetzt mal Papier. Spieler und Papier. Das heißt, der Spieler hat jetzt hier verloren. Der eine Spieler jetzt nicht. Das kann man jetzt sehen, das kriegt man mal hin. Über den Stand ist gerade gut. Und schon mal nochmal. Dann sehen wir mal so schnell wie mit Spieler zu kommen. Und ja, bei dem Objektiv, das heißt, er hat die Spiel gewonnen. Wie gesagt, wenn man normal spielt, ist. Ich weiß nicht, woraus ich den Boden bauen soll, könnt ihr mir ja schreiben. Wenn ich eine Idee habe. Und da können wir uns das Schatten anschauen. Das ist nämlich viel, man mit automatischen Kreativ-Gesetz und kann das immer anziehen. Das ist Gescheiterung. Hat nämlich so um die 2 Tage gekostet, die zu bauen. Das ist ziemlich groß, ist das. Seht ihr ja auch. Die letzten Blöcke da oben sind großes Blattwerk. Das hier ist zum Beispiel die Gescheiterung. Das hier ist zum Beispiel das, wenn man bei der Jungs Gas als Spiel läuft. Da haben wir die ganze Schaltung, die ganzen Speicher. Die kann man probieren, die Größe sogar um. Also stehen jetzt Spieler, die nicht dran sind, auch nichts wählen können, das ist zu gesagt, wenn man so die Schaltung ein bisschen verwirren kann damit. Also man sie nicht kaputt und verwirrt sie ein bisschen. Und dann ist alles komisch. Die kann man probieren, die Größe. Wie gesagt, sozusagen, also habe ich die Änderung vorgenommen. Jetzt hier die auf 4,8 mm angelegt haben. Hier, die wird halt so vorbereitet. Hier wird das Wetter dauerhaft auf schöne Spiel auf schön gesetzt. Hier wird auf Spiel 2 gesetzt. Alle Spiele, die sind schon in der Welt. Das brauchen wir auf schnell gesetzt. Also hier klopft, also das war sehr schnell passiert immer. Das hier ist für mich immer ein Klopf, wenn ich das Auto einnehme. Ich klopfe mich auf die Säule ran. Ja, jetzt gehe ich mal zurück zum Spiel. Hochklick und dann gehe ich damit. Und dann Next World. Und dann machen wir mal München noch mal. Noch Lacken Sachen anhaben. Da kommen wir mit, da schon so ein paar. Das ist ein bisschen. Was kann das? Was kann das? Immer weit. Au! Das ist immer weit. Super weit. Und den Lackenblock. Für den ich von dem hoffentlich den Bauern. Die Übersteigung kann ich halt immer wieder ein bisschen besser angekommen, zum Beispiel in der Familie, bis auf die Feier. Falls man das vergessen, bitte nicht in den Geld sauber machen, sondern einfach nur schreiben, was ich vergessen habe. Wieder vergisst man das. Wieder nicht vergessen. So, ich will jetzt mal wenden, was passiert. Oh Mann, aber... Oh. Ich bin besser. Okay, ich könnte zum Beispiel... Bogen. Und durch die Pfeile. Und jetzt muss ich auch noch die Lava an. Okay, ja. Und so weiter, ich werde das mal kurz mitmachen. Und... Hier ist noch
bin. Also, bis bald. So, wir müssen jetzt auf den Channel auch runterladen. Und ja, das erste, was wir machen, ist, wenn ihr den Netz runterladen habt, dann wird in Game Mode 3, fliegt ihr aus, geht zu dem, was ihr mit dem Auto machen wollt, wenn ihr das jetzt machen wollt. Dann kann ich das lassen. Also, dann ist es nicht ganz. Das ist hier. Und dann geht es aus. Nein, wie geht das? Das kann ich jetzt vorher nicht machen. Und zwar, was ist das? So. Und ja, da werde ich dann noch nicht mehr verpassen. Das ist ja das Spiel, das kann ich auch nicht. Genau, hier muss ich, hier steht es vor dem Standardschuh. Hier steht es ja irgendwann in der anderen Hand, dann müsst ihr A dafür oder R Namen, wenn ihr es noch bei euch spielen wollt. Und falls ihr nicht spielt, euch nachher, wenn ihr da auf Deck oder die Flieger spielen halt schlecht oder so. Das ist ein bisschen was ihr hier gesehen habt. Ich werde euch nämlich komplett durchspielen, um euch das zu zeigen. So. Da steht kleiner Volumen des Einzelnen, ist einfach nur 64 angeben oder weniger. Da steht ja nur 64 drin. Und dann müsst ihr die 64 drin haben. Ich will nur das Einzelne, aber die müssen 64 verschlagen. Das funktioniert. Wieso auch immer. Ich weiß gar nicht, wie der Name ist, weil das ist alles richtig. Und ja, wenn man das wieder reinnimmt. Zack, zack, zack. Und ihr müsst folgen machen, das ist cool, dieser Knopf hier, den Bug dann. Dann müsst ihr die ganz kurz mal an- und aus- und wieder anmachen. Und jetzt dann, dann müssen wir einfach ganz kurz mal weg, einfach das Wechsel. Aber ja, guck mal, wie viel die Kiste ist, weiß ich nicht. Das ist einfach das Problem. Und hier ist es vielleicht, das ist ja auch die Bewegung. Und dann wird das die Bewegung. Und so. Und ja, das war's dann für die Aufnahme. Bis bald.